Moin, Leute, willkommen zurück zu Breath of the Wild. Ich habe mir gedacht, man könnte ja mal wieder den Look von Link ändern. Wir spielen heute mit unserem guten Freund Woody, wie chillo Links Outfit einfach ist. Ja, Mann, er Ich trägt war sein Cowboy-Hut und letzter sowas. König. Das ist eine Ehre, Mann, der ist jetzt auch auf diesem Country-Film. So völlig emotionslos einfach dieses Gesicht. Was soll man machen? Naja, wie lange redet Abenteuer. er? Man kann es überspringen. Man kann. Ich habe gerade einfach nur auf meinen Controller gehauen, auf einmal ging's. Er hat Angst bekommen. Junge, wie er die Sehr ganze. gut, Er guckt wie so ein Psychopath. Geh direkt zum Endboss, Bruder, nein. Bei Gott, bei meinem ersten Mal Zelda Breath of the Wild bin ich sogar Richtung Ganon gelaufen, weil ich dachte, ja, okay, wenn man da hingehen kann, durchgespielt. Ich bin auf dem Weg dahin die ganze Zeit verreckt, weil da schon diese. Da waren schon richtig viele Wächter und ich war gnadenlos überfordert. Ich dachte mir so, okay, ich habe drei Herzen, keine Waffen, so, okay, was soll ich jetzt hier? Die kriegen erstmal mies aufs. Oh, wow, sind voll viele. Nö, ich greife die doch nicht an. Scheiße. Ja, okay, jetzt sind die getriggert. Zack, und die ist einfach One-Shot. Wie viele kommen da? Ich One-Shotte einfach alle. Alter, ich muss ja nicht mal Headshotten, um die zu One-Shotten. Digga, aber hier ist ein Heftiger. Ich habe nur so eine Keule, ich mach den gar keinen Schaden. Verreck, verreck. Es juckt ihn einfach nicht. Mein krasser Bogen, es juckt ihn nicht. Hä? Hat er mich gerade gewone-shottet? Oh nein, nicht Woody. Hä? Was willst du? Guck ihm in die Augen und sag das nochmal. Oh mein Gott, aber nicht, wenn es zu viele sind. Ich renne hier einfach durch, glaube ich. Haut rein. Oh mein Gott. Nein, die Ausdauer war so kacke. Ja, ist so. Es hat echt jemand. Oh mein Gott, ich muss schnell. Woody, Alter. Sieht er nicht cool aus, wenn er hier so runtergleitet? Wie viel Mühe sich die Leute echt für die Mods gegeben haben. Ich meine, das sieht ja echt gut aus, so. Sieht er nicht irgendwie glitchy oder so? So bootleggy? Wirklich geil sehen sogar die Mods aus. Deswegen ist halt, was auch eine Blamage wird, werden die ganzen Schreine. Ich weiß noch, als ich das Spiel privat gespielt habe, ich kam super oft nicht weiter bei den Schreinen. Und musste locker so teilweise eine halbe Stunde rätseln vor einem Schrein. Bitte passiert das hier nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, warum werden die so krass? Stirb, 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 stirb. Bin ich noch gestorben? Ich dachte, ich habe ihn besiegt. Hä? Warum bin ich denn jetzt auch gestorben? Na. Hä? Das hat ihm so 1 Millimeter Schaden gemacht und mir so 2,5 Herzen. So macht man das. Ich habe mich rüber gesprengt. Geht das mit 3 Herzen überhaupt? Ich glaube, ich bin One-Shot. Aber es dient alles der Wissenschaft. Also ich glaube, man hätte es überlebt, aber ich bin richtig nach Afrika geflogen, deswegen bin ich gestorben. Aber ich glaube, an sich hätte man es, glaube ich, überlebt. Ich hoffe, die lieben mich, die Pferde. Ich bin Woody. Ich bin Woody. Wenn jemand ein Pferd bekommen sollte, dann er, oder? Scheiß Cowboy, die hassen mich. Ich bin richtig langsam ran, die hassen mich. Ich bin Cowboy. Junge, von wem wollt ihr geritten werden? Wenn nicht von einem Cowboy. Fick dich, wenn du mich nicht liebst, dann töte ich dich. Aufsteigen, geht das jetzt noch? Als ob das jetzt noch geht. Ich habe ihn so aufgespießt und sowas. Er denkt sich auch nur so, bruh. Nimm die Puppe von mir runter. Mann, die kleine Schlampe, die kleine Kachba. Verpiss dich. Sie verfolgt mich. Ich find's cool, dass das Game Over Zeichen gelb ist, wenn man elektrisiert wird. Bitte stirb nicht, bitte stirb nicht, bitte stirb nicht. Ich komme da übrigens nicht hoch, fällt mir gerade auf. Das wollte ich jetzt nicht machen. Wo ist denn sie? Wo ist sie denn? Ich sehe sie nie. Sie portet sich immer dahin, wo ich nichts sehe. Ich finde es cool, dass das Game Over Zeichen gelb wird, wenn ich elektrisiert werde. Hä, war es das schon? Nein! Nein, Woody! Ich wollte gerade sagen, endlich mal ein Schrein ohne Komplikationen geschafft. Nein. Einfach. Oh mein Herr, wie. Das ergibt gar keinen Sinn. Lass mich doch in Ruhe, bitte! Ich laufe in Zickzack. Es ist so witzlos. Ich muss jetzt die ganze Kacke essen, die ich eigentlich gesammelt habe, um mir Baba-Gerichte zu machen. Taro Nihi Schrein. Diese ganzen Namen. Ich glaube, Nintendo hat einfach so gemacht. Auf der Tastatur. Oh mein Gott, ich habe meinen Stream gerade voll gefickt. Danke, Bruder. Zeichen der Bewährung. Jetzt haben wir wieder 4. Ich denke, das ist dann auch ein guter Moment, um den Stream wieder zu beenden. War ein kurzer, spontaner Stream, beziehungsweise ich glaube, der ging jetzt auch wieder 1,5 Stunden. Habt noch einen schönen Tag, macht's gut und tschüss.